Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stamina. Wir sind immer noch auf der Suche nach Joseph im Turm von Eli. Und wir reden jetzt kurz mit dem Typen. Das hatte ich ja schon vorgelesen im letzten Part. Vorarbeiter ist oben in seiner kleinen Hütte vermutlich. Spielt mit seinem Modell des Turms. Wertloser Rüpel. Wenn ich der Vorarbeiter von Eli wäre, dann wären wir dem Zeitplan bereits 10 Jahre voraus. Wenn du Vorarbeiter wärst... Bürokrat nennt er mich, als wenn ich ein einfacher Angestellter wäre. Er lässt mich den Bestand von Steinen schaufeln und hacken prüfen. Wenn du das nicht möchtest, sagt er, kannst du auf dem Gerüst arbeiten. Seine kleine Hütte? Ganz oben auf dem Turm, obwohl dieser Bau bei weitem nicht nur hoch genug ist, wenn Murat den Himmel erobern will. Er überblickt den Bau von dort. Okay. Jetzt wissen wir, wo der eine Arbeiter ist. Nämlich ganz oben. Da gehen wir jetzt auch hin. So. Am besten immer auch mal hier in die Räume reingucken. Da könnte was sein. Eine Frau. Was hat die uns denn zu sagen? Bitte erzähl ihnen nicht, dass du mich hier gefunden hast. Sie werden mich schlagen, wenn ich entdeckt werde. Ich will nur ein Weilchen hier ausruhen, dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Ich werde nichts erzählen. Danke, Fremde, du bist so gut zu mir. Du bist keiner der Sklaventreiber, oder? Wo kommst du her? Ich suche den Summoner. Die Einhand aus der Prophezeiung? Der Kaiser hat ihn in eine Zelle unter dem Turm eingesperrt und das Volk von Orenia hat seine ganze Hoffnung verloren. Sie haben ihn in eine Zelle eingesperrt? Der Vorarbeiter bewacht die Schlüssel zu vielen Räumen des Turms. Vielleicht hat er auch den Schlüssel zur Zelle der Einhand. Das Volk hat die Hoffnung verloren? Selbst Aoki und die Krieger des Jade-Tempels verlieren ihren Kampf gegen den Kaiser. Murats Generäle haben die Festung von Fürst Changao am Trauersee eingenommen. Murats Generäle. Ich habe gehört, dass General Pijan aus Medeva zurückgekehrt ist und den Angriff gegen Aokis Rebellen anführt. Wir fürchten, dass die Gesellschaft des Erdetempels schon bald zerschlagen wird. Okay. Wieder den Tipp, dass wir nach oben sollen. So, dann würde ich sagen, gehen wir in die obere Etage. Aber vorerst immer noch mal hier schön in die Türen reingucken. Verschlossen. Funktioniert. So, hier scheint wohl ein Fasslager zu sein. Und da hinten liegt ein Item. Federstahlstiefel. Ist ja nur so, jetzt haben wir schon das ganze Set von Federstahl. Die Federstahlweste und die Stiefel. Da vorne sind 2 Samus. Ich warte hier mal am besten. Und er hat mich gesehen. So. Lieber ein Samu als 2 gegen 1. Das wird jetzt ein bisschen zäh, da der eine sehr gute Verteidigung hat und auch sehr gut Leben. Sehr gut. Immer schön, dass der Eisangriff trifft. Jawohl, immer schön drauf. Jawohl, der tritt auch 60 Schaden. So muss das sein. Und mit dem Eiseffekt ist das natürlich noch schöner. Und weg müsste er sein. Jawohl, und ein Katana. So, es kommt da ein Samu, den ich hoffentlich umgehen kann.
Ja, scheint so. Sehr gut. Da vorne ist schon der Aufzugsgolem. Aufzugsgolem, wo möchtest du hin? Die Oberste. Gesegnet sei Kaiser Murod, dritter Kaiser des Himmels. So, Waffen ziehen. Schleichen. Und vielleicht können wir ihn sogar... Okay, ich kann vorbeischleichen, da er mich nicht wahrnimmt. Oder auch jetzt doch. Das ist ja mal toll. Und ein Tritt. Schade. Jawohl, immer schön den Eiseffekt. Sehr gut. Mal kurz einen Trank benutzen. Muss nur auf ihr Mana aufpassen. Jawohl, weggekickt. Und hör mal auf auszuweichen und zu parieren. Er scheint mich gehört zu haben. Oder auch nicht. So, weiter geht's. Und da ist noch eine Tür. Und da ist jemand. Sklavenvorarbeiter, wer bist du? Was machst du hier? Ich werde die Wachen alarmieren. Wo ist Joseph? Du suchst die Einheit aus der Prophezeiung? In den Eingeweiden des Turms findest du ihn. Der Kaiser lässt ihn streng bewachen. Wo ist deine Armee, Mädchen? Ich brauche keine Armee. Dann wirst du Eli nicht lebendig verlassen. 1000 kaiserliche Soldaten bewachen diesen Turm und 1000 weitere den Gebirgspass. Gib mir den Schlüssel zu seiner Zelle. Ich habe ihn nicht. Und du wirst ihn auch niemals finden. Wenn du aufgibst, dann werde ich dein Leben verschonen. Ich werde Gnade walten. Gnade zeigen. Es ist aber besser, als Sklave zu leben, als schmerzvoll zu Tode zu kommen. Jeder hat eine andere Meinung. So, sind wir mit ganz oben. Und ich muss da zu diesem Haus. So. Ich sehe bisher nur einen Samu, den könnte ich erledigen. Ei, das sieht knapp aus. Gut, beide scheinen mich nicht zu sehen. Gruftschlüssel. So, Gruftschlüssel. Ein Schlüssel zu Josephs Zelle im Turm von Eli. Perfekt. Und das ist nicht gut. Auf auszuweichen und sterb lieber schnell. Ey, das gibt's nicht. Hör doch jetzt mal auf. Geht doch. Oder auch nicht. Oder auch doch. Jawohl. Zum Glück habe ich ein Schild dabei. Ansonsten wäre das sehr schmerzvoll.
Halt wegen dem Parieren und nochmal wegen den zusätzlichen 18 Stacks. Schließlich Überfall. Nice. Und der dritte hat getroffen. Jawoll. Dagegen kann auch selbst der Samu nichts machen. So, ab in die untere Etage. Joseph hat wohl seine Hand verloren, als er seine Hand ins Feuer gehalten hat, wo die Ringe zerstört wurden. Ja, kein Wunder hat er dann seine Gabel verloren, ne? Ich will nicht gegen den kämpfen. Der blockt doch wieder alles. Komm, lass dich mal treffen. Jawohl. Du willst doch gar nicht ausweichen. Komm. Ja, sehr gut. Immer schön, wenn der Eiseffekt trifft. Der Eisangriff. Jawohl. Zweimal hintereinander. Das passt doch. Ja, sehr schön. Dreimal hintereinander. Und ein Tritt. Na, schade. Sehr schön. So, hier müsste jetzt kein Samu mehr stehen. Hä, war da Leiter? Nee, habe ich mich verguckt. Die unterste, gesegnet sei Katamurot, bla bla bla, kennen wir ja schon. So, wenn ich von Golem aus... So, hier rein müsste ich. Oder? Nee. Noch eins weiter. Ja, Glitch Clock hier war das doch immer. Scheint auf jeden Fall ein Durchgang zu sein und ein Samu. Verschlossen. Das hat funktioniert. Und hier bin ich falsch, aber immerhin ein Schatten-Haramaki gefunden. Bevor ich jetzt aber weiter nach Joseph suche, mache ich hier jetzt kurz einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Summoner. Bis gleich!